Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Plus. Ich bin der Jan und das ist der Ford Kuga als Plug-in-Hybrid. Ist aber nicht egal, denn bei diesem Format geht es nur um den Kofferraum. In der Ausstattungslinie Vignale kommt der Ford Kuga mit einer elektrischen Kofferraumklappe. Ich habe einen Taster im Innenraum, den ich betätigen kann. Hier gibt es einen Taster, wohlmerklich nicht hier, sondern da unten. Auf dem Schlüssel habe ich einen Taster und wenn ich den Schlüssel bei mir trage, dann reicht auch so eine Wischgeste. Muss nicht elegant sein, habe ich gemerkt, geht auch einfach so. Und dann öffnet sich die Kofferraumklappe ja, elektrisch bis hierhin. Wir haben hier ein Kofferraumvolumen beim Ford Kuga Plug-in-Hybrid, das muss man dazu sagen, wegen der Batterie, von 464 Litern. Wenn ich die Rücksitzbankheften beide umklappe, komme ich auf ein Ladevolumen von 1517 Liter. Und wenn ich statt des Plug-in-Hybrids den Vollhybrid oder den Benziner nehme, dann sind das zwischen 20 und 40 Liter, je nachdem, wie man den Kofferraum befüllt. Also ob man jetzt sagt, hier nur bis zur Ladekante oder alles offen, zwischen 20 und 40 Liter mehr. Das finde ich vertretbar, da kann man ruhig den Plug-in-Hybrid fahren. Um hier mein Fass in den Kofferraum zu heben, geht 72 cm hoch. Und dann kann ich das Fass quasi über die Kunststoff-Ladekante schieben. Dahinter geht es nämlich nicht runter, sondern das ist eine Ebene. Wenn ich hier stehen möchte unter der Haube, dann habe ich 1,87 Meter Platz. Ich passe also ganz gut und die Haube öffnet in der Garage. Da braucht sie mindestens 2,10 Meter Höhe. Ich kann die Kofferraumhaube aber programmieren und im Übrigen verfügt die auch über einen Einklemmschutz, nicht nur im oberen, sondern auch im unteren Bereich. Dann schauen wir uns den Kofferraum selbstverständlich auch mal an. Hier zur Ösen, direkt in der Kunststoff-Ladekante, die ich eben ansprach. Ich kann den Ladeboden anheben. Da haben wir einmal Ladekabel, ne? Und Tire-Kit, Verbandstasche und Abschlepphaken. Und ich würde denken, unter diesem Buckel befindet sich halt der Akku. Schauen wir mal auf die rechte Seite. Hier geht es einmal nach unten, da kann ich noch was verstauen. Hier oben habe ich den Hebel zum Umwerfen der Rücksitzbank. Und auch wenn gerade nicht angeschaltet, dann ist hier die Kofferraumbeleuchtung. Die Zuöse hier habe ich euch gezeigt. Das Pendant befindet sich dann da vorne. Auf der Gegenseite geht es auch einmal nach unten. Dann haben wir hier einen Taschenhaken, einen 12-Volt-Anschluss. Auch hier der Hebel zum Umwerfen. Und da vorne, wie hier hinten, jeweils die Zuösen. Der Sichtschutz, der hängt hier schon quasi, wird hängenderweise mit nach oben. Den kann ich hier einfach aushängen. Und dann labbert er erstmal hier runter. Und dann drücke ich die Nippel hier einmal hoch und kann sie dann rausziehen. So versteht man das Konzept. Und dann gibt es hier noch einen Nippel und eine Lasche. Oh, Himmel, ne? Und Fummelei. Und dann kann ich den Sichtschutz rausnehmen. Das ist halt hier wirklich nur so ein Rahmen. Und wie man das von diesen Aufwurfzelten kennt, kann man das natürlich auch, wenn man möchte, in sich verdrehen. Und dann nimmt er so gut wie gar keinen Platz weg und passt auf jeden Fall hier unter die Klappe. Was mich interessieren würde, findet ihr diese Wabbeldinger cool? Weil einen Sichtschutz bieten sie ja. Früher brauchten wir ja was Massives, um dann noch Boxen einzubauen in die Koffer, die Hutablage. Heute ist das alles nicht mehr notwendig. Findet ihr diese Wabbeldinger besser? Gibt es ja auch beim GR Yaris zum Beispiel. Oder sagt ihr, ich habe schon gerne so eine Presspappen-Geschichte, weil die so ein bisschen mehr formenden Charakter hat und man da auch wirklich noch was drauf ablegt. Legt ihr was auf die Hutablage? Das wäre mal meine Community-Frage hier heute im Video. Gebühren im Abstand zur Stoßstange komme ich hier nirgends dran. Es gibt da nämlich keine Umwerfer, sondern, also oben an der Kante, sondern hier diese Hebelchen und die sorgen dann dafür, dass die Sachen entsprechend fallen. Und alternativ kann ich dann auch hier das Hebelchen nutzen und dann knallt das genauso, ne? Fällt es genauso. Und wie man hier schön sehen kann, im Verhältnis 60 links, 40 rechts. Und das ist auch hier schon ziemlich eben. Hier dazwischen ist auch nicht viel Platz. Da habe ich die Sitzbank nach vorne geschoben, kommen wir gleich noch zu. Und natürlich steigt es nach vorne hin so ein bisschen an bei den umgeklappten Rücksitzbanklehnen. Wir haben eine Breite hier im Kofferraum an der schmalsten Stelle von 104 cm zwischen den Radkästen halt. Die Höhe hier an der Kante, das beträgt 76 cm und die Höhe bis zum Sichtschutz, auch wenn er so wabbelt, ne, das sind 42 cm.
Wenn ich den oberen Punkt der Rückenlehne nehme und an die Tiefe messe bis zur Kofferraumklappe, habe ich 70 cm. Wenn ich dann aber, das kann man hier vielleicht einmal kurz sehen, das Ganze ganz steil erstelle, die Rückenlehne kann ich hier verstellen, und zwar stufenlos, mehr oder weniger, das stimmt nicht. Das sind so Rasterstufen. Das ist die steilste Position und das ist die weiteste Position. Und wenn ich die ganz steil stelle, habe ich hier statt 70 83 und im unteren Bereich habe ich 87 bei der Launch-Position und 89, wenn ich die Lehne steil stelle. Das ist aber noch nicht alles, denn ich kann die Rücksitzbank auch noch um 15 cm nach vorne rutschen. Sieht man jetzt hier, glaube ich, ganz gut und somit hat man noch mehr Tiefe. Ja, und so sieht man das vielleicht auch nochmal schön als Gegenteil. Das sind diese 15 cm. Wenn ich die Rücksitzbank umgeklappt habe, habe ich hier bis zur Kante eine Ladetiefe von 152 cm. Und wenn ich das durchladen möchte bis zum Beifahrersitz, den ich ganz nach vorne geschoben habe, dann habe ich hier eine Ladetiefe von 1,95 m. 13 Kisten Wasser habe ich hier in den Kofferraum bekommen und ich glaube, man sieht es ganz schön. Hier vorne hätten wir sogar noch ein bisschen Platz. Ich habe beim Einräumen auch ein bisschen hin und her gerückt, um zu sehen, ob es eine bessere Möglichkeit gibt. Ich möchte dazu sagen, ich lade halt auch immer so, dass man die Türen bequem schließen kann und nicht mit der Tür hier direkt an die Kisten knallt. Das muss ja nicht sein. Es geht nicht ums absolute Maximum, sondern man soll damit auch fahren können. Und natürlich müsste ich das Ganze hier entsprechend noch verzurren. Die Rücksitzbank habe ich in so eine mittlere Position, also zwischen ganz aufrecht und launchig gesetzt und bekomme jetzt bequem 6 Kisten Wasser in den Kofferraum. Bequem meine ich, hier ist noch ein bisschen Platz. Dazwischen ist auch ein bisschen Luft, aber besser bekomme ich es auch nicht gepackt. Wenn ich die Rücksitzbank 5 cm vorschiebe, dann kann ich noch ganz bequem hinter dem auf mich eingestellten Fahrersitz setzen und bekomme noch eine 7. Kiste mit rein. Das klappt hier nur, weil das so ziemlich gesperrt ist und ich jetzt hier in dem Bereich 2 hintereinander bekomme. Mein 28 Zoll Rennrad, das bekomme ich hier bequem in den Kofferraum geladen, wenn ich die Rücksitzbank halt umgeklappt habe und ich brauche dann keins der beiden Laufräder ausbauen. Dann noch der kurze Test, wie hakelig ist das Ausladen mit dem Fahrrad. Das kann ich hier doch recht bequem einfach rausnehmen. Klar, man bekommt immer alle Sachen irgendwie rein, aber schön ist natürlich, wenn man bequem ein- und ausladen kann. Das ist hier beim Kuga und dem Rennrad gegeben. Und genau mit diesen 5 cm oder vielleicht ist auch ein bisschen mehr extra Platz, da sieht man es, glaube ich, ganz gut, bekomme ich auch mein zerlegtes 28 Zoll Rennrad hier in den Kofferraum. Die Kette ist dann aber schon hier extrem nah am Polster, aber da würde ich dann halt immer eine Folie hinlegen oder kleben oder was auch immer, wenn ich das öfter machen wollte. Jetzt habe ich nur eine Rücksitzbankhälfte umgeklappt und nehme hier meine Leiter, kann ich die bequem einladen, jawohl, das geht. Und ich kann auch noch ganz bequem auf dem Beifahrersitz jetzt sitzen, den habe ich nämlich so eingestellt, dass ich mit meinen 1,80 Meter da bequem sitzen kann. Und dann spielen wir wieder der kleine Jan auf großen Reisen. Ich habe alles, was ich hier an Gepäck habe, versucht in den Kofferraum zu verstauen. Und es geht tatsächlich. Das hier ist die erste Tasche von Peak Design. 65 Liter fasst die. Dazu der passende Rucksack, 45 Liter. Und ein 65 Liter Rucksack, die sind im Übrigen alle gefüllt mit alten Decken, damit die auch schön Volumen haben. Und alle drei Trolleys, ne? Vom Kabinentrolley über den mittleren bis hin zum großen Trolley. Ich sehe gerade, der offen ist. Das kann ja nicht sein. Das passt alles in den Kofferraum. Das mit der Rückbank habe ich so belassen mit diesen 5 cm. Die hätte ich, glaube ich, auch wieder zurückschieben können. Macht jetzt nicht den großen Unterschied. Ich probiere nochmal eben. Ja, nein, macht überhaupt keinen Unterschied. Ach so, doch, mit der Tasche davor wahrscheinlich. Und ich habe es halt so gepackt, dass nichts über die Kopfstützen hinaus nach vorne fallen kann. Aber natürlich sollte man das dann auch ordentlich sichern, die Ladung. Aber alle meine Taschen passen in den Kofferraum vom Ford Kuga Plug-in Hybrid.
Ja, zu guter Letzt meine schöne Stativrolle, mein Stativkoffer. Der passt selbstverständlich auch quer in den Kofferraum. Wir haben hier eine Breite von 104 cm, sind 7 cm über. Ich hatte gedacht, vielleicht geht er auch quer rein. Und habe den Sitz auch ganz nach vorne geschoben, steht hier aber über. Der Kofferraum wird sich leider nicht schließen. 476 Kilogramm darf ich zuladen, hier im Ford Kuga Plug-in Hybrid Vignale. Davon 75 Kilogramm aufs Dach schnallen. Optional bietet Ford auch eine Anhängerkupplung an, auch für den Plug-in Hybriden. Und die hat dann eine Stützlast von 100 Kilogramm. Da kann man also locker zwei E-Bikes mitnehmen. Mit der Anhängerkupplung darf man dann Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen. Wenn die Anhänger gebremst sind, sind sie nicht gebremst, dann hat man das übliche Zuggewicht von 750 Kilogramm zur Verfügung. Ja, ich verabschiede mich jetzt, mache die Klappe zu, freue mich über einen Daumen hoch von euch. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Was meint ihr zu dem Format? Was soll ich sonst noch immer stetig einladen? Was bringt euch weiter? Und schreibt mir das unten in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert Ausfahrt TV Plus sehr gerne, dann verpasst ihr nicht die ganzen anderen Kofferraum-Checks, die wir hier durchführen mit all unseren Testwagen. Und ich verabschiede mich, bin jetzt raus, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.